So, Mansoor Saeb kommt jetzt in den Ring, der lange sehnte Hauptkampf. Da geht es um die Europameisterschaft der EBU. Mansoor Saeb ist ein sehr, wenn nicht der stärkste Boxer Österreichs, sehr stark. Da sehen wir wieder den Itekosischwili, der Erfolgstrainer, der ihn hier sehr gut vorbereitet hat. Ich selber durfte mit bei der Vorbereitung mit von Mansoor Saeb dabei sein und er hat ihn hier wirklich sehr gut vorbereitet und sehr gut eingestellt auf den Kampf. Leider hat der ursprüngliche Gegner kurzfristig abgesagt, was natürlich für einen Boxer nicht ideal ist, aber ich glaube, der Mansoor Saeb ist so entschlossen und hat das ganze Publikum hinter sich. Und da mache ich mir wenig Sorgen. Also er ist ein sehr starker Boxer. Ja, der Gegner von Mansoor Saeb ist der Spanier Carlos Lamela. Da geht es, wie gesagt, um den EBU-Meisterschaft bis 79,4 Kilo. Geboxt wird 12 Runden. Der Carlos Albero Lamela ist ein Kubaner, der in Havanna geboren ist, lebt aber in Spanien, hat einen Kampfrekord von 7 Kämpfen, 3 Niederlagen, ist 31 Jahre alt, mit 1,86 cm groß, ist Nummer 35 der EBU-Rangliste, hat die leichteren Reichweite. Und ringfrei für die erste Runde. Bin sehr gespannt auf den Kampf. Ja, der Kubaner bzw. der Spanier startet hier ein bisschen wild um sich. Der Mansoor Saeb lässt sich hier nicht sehr beeinflussen, startet natürlich sehr aggressiv. Vorwärts, sehr entschlossen. Sehr entschlossen. Marschiert er da nach vorne. Und ja, sehr starke Anfangsrunde von Mansoor Saeb, der hier nach vorne marschiert und die Schläge sehr gut platziert. Der aggressive Stil von Mansoor Saeb, der hier mit der linken Haken schön durchkommt, muss aufpassen. Ja, der Mansoor wirkt hier sehr entschlossen, sehr starken aggressiven Stil von Mansoor. Der kommt hier mit der linken Führhand schön durch die Deckung vom Spanier. Er drängt ihn, da kommt er hier mit links, rechts schön durch. Einen sehr fitten und starken Eindruck macht hier der Mansoor Saeb. Ich besonders liebe den Stil von Mansoor Saeb, der hier immer nach vorne marschiert und den Kampf sucht. Das ist genau der Stil, den viele Zuschauer sehen wollen. Da hier kommt er wieder schön durch mit den geraden Schlägen. Lass dich nicht beeindrucken von den Schlägen der Spanier. Sehr schöner Aufwärtshang von Mansoor Saeb. Jawohl, der dringt hier schön in der Ecke. Jetzt lässt er Spanier die Hände schön lässig runter, das darf er bei Mansoor Saeb nicht machen. Das kann schwer in die Hose gehen. Und der Mansoor Saeb weiterhin vorne, Vorwärtsgang und sucht
seine Punkte. Sehr schön. Und die erste Runde geht hier. Opa! Schöne erste Runde von Mansur Saif, also eindeutige Vorteile von Mansur. Schöne Leber- und Aufwärtshand gefolgt von einem rechten Schwinger. Sehr schöne Kombinationen hier von ihm. Hier ist die klareren Treffer von Mansur Saif, der hier auf schöne, kompakte Aktionen setzt, der immer wieder durchkommt mit seinen Kombinationen. Aber der Spanier ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, bei dieser Klasse darf man da niemanden unterschätzen. Und ja, Runde, ringfrei für Runde 2. So, und wieder Vorwärtsgang von Mansur Saif, wieder aggressiv. Sehr schön, der drängt ihn hier schön in der Ecke und schöner Aufwärtshang von Mansur, zweiter, dritter Aufwärtshang, jawohl. Ich glaube, das hat der Spanier schön gespürt. Ja, viele Schläge vom Spanier, die ins Leere gehen. Da lässt sich der Mansur schwer nicht davon beeinflussen. Der Spanier versucht den Mansur die ganze Zeit auf Distanz zu halten. Ja, der darf die Hände nicht so lässig runterlassen beim Mansur, weil das wird dann ziemlich sofort bestraft. Schön, wie hier der Mansur immer den Kampf sucht und nach vorne marschiert und immer wieder mit dem Aufwärtshaken kommt. Ja, wie man hier wieder schön sieht, er setzt den Spanischen unter Druck. Also für mich sind die Schläge vom Spanier eher so haltlos, die kommen dann irgendwie. Ja, schön. Die hat er schön gespürt. Der Carlos Lamela. Und wieder die starke Linke von Mansur Saif. Sehr schön. Ja, wie man hier schön hört, die ganze Halle bebt und steht beim Mansur. Sehr gut. Ja. Sehr starkes Tempo, was hier die beiden Boxer von sich geben. Schöne Kombination wieder von Mansur Saif. Ich glaube, der blutet, der Spanier blutet, der hat schon einen Cut. Ja, der Spanier ist auch nicht zum Unterschätzen. Die letzten Sekunden gehen jetzt zu Ende in der zweiten. Oh, ups, na. Starke zweite Runde von Mansur Saif mit eindeutigen Vorteile für Mansur. Ein sehr schönen Stil, was hier der Mansur hat. Das ist genau das, was die Zuschauer sehen wollen. Einen aggressiven Stil, der immer den Kampf sucht. Schöne Linke, gerade die ins Ziel kommt. Was ich hier besonders schön finde, ist, dass der Mansur hier schön den Gegner bearbeitet. Oben, unten, die Schläge schön variiert.
kommt hier mit seiner aggressiven Kombinationen immer ans Ziel. So, ringfrei für Runde Nummer 3. Ja, der Spanier steht hier ein bisschen schwer vom Hocker. Versucht jetzt auf Distanz zu kämpfen, was natürlich nicht leicht ist beim Mansur, der immer den Kampf sucht und immer an den Mann rangeht. Ja, schön. Mansur versucht immer vorwärts, vorwärts, vorwärts in den Kampf zu kommen. Schöne harte Schläge. Jawohl, wie man es hier schön sieht, ist der Spanier hier im Rückwärtsgang. Versucht der Spanier zu provozieren, hat die Hände unten, das darf er bei Mansur nicht machen, weil das wird nämlich ziemlich schnell bestraft. Schöne rechte Haken von Mansur. Schlag, der ins Leere geht vom Carlos. Ja, das soll er lieber lassen, der Carlos. Und lieber die Hände nach oben geben, weil das kann schwer in die Hose gehen. Schön, schöne Kombination von Mansur. Er setzt gleich nach. Stark, ja. Starke Runde von Mansur. Schöner Schlagabtausch von beiden Boxern. Letzten 10 Sekunden der dritten Runde. Starke Runde von Mansur. Ja, ich würde mal nochmal für Vorteile für Mansur behaupten. Erster Mann, der hier den Kampf sucht. Der aggressiver der beiden ist. Da kommt er hier wieder schön durch mit seinen Kombinationen. Starke drei Runden bis jetzt von Mansur Esaev. Runde 4 beginnt jetzt. Ja, der macht einen fitten Eindruck, der Mansur. Der Kampf beginnt wieder hier. Die Runde beginnt hier wieder sehr stark, aggressiv von Mansur, der immer nach hinten drängt an die Ringseile. Der Spanier versucht es aber immer wieder mit seinen Konterschlägen. Hat hier schön geschlossene Deckung.
Schöne Kombination im Infeld hier von Masvidal Zaev, der hier eine Lücke sucht beim Spanier. Sehr hohes Tempo, was hier geboten wird. Manso marschiert hier weiterhin nach vorne. Stark. So, die beiden Boxer müssen aufpassen mit dem Kopf. Schöner Schlagabtausch, schöne Kombination von Mansur. Und letzte Minute ist im Anlauf. Ja, wir sehen hier den Spanier, er versucht immer wieder. Ja, der Spanier spuckt den Tiefschutz, den Zahnschutz spuckt er aus dem Mund. Das ist ein Zeichen der konditionellen Schwäche. Ja, wir haben hier ein sehr starkes Tempo. Sekunden sind noch übrig in der vierten Runde. Ja, die beiden Boxer müssen aufpassen wegen den Kopfstößen. Jetzt heißt das Publikum noch den Mansur ordentlich ein, der für mich hier den fitteren Eindruck macht. Aber der Spanier eben nicht zu unterschätzen ist. Er versucht sich hier mit ein paar Schweinlagen, das sollte er lieber lassen. Starke vierte Runde. Würde ich wieder für Mansur tippen. Ja, der Mansur versucht immer wieder hier an den Mann zu kommen und offene Lücken zu sehen. Wie bereits erwähnt, der Mansur hat eine Amateurbilanz von 120 Kämpfen, ist Dritter bei der Europameisterschaft der Junioren, hat einen tollen Profirekord von 18 Siegen und 0 Niederlagen, 16 davon eben durch K.O. Ist zweifacher WBC-Asiameister und Nummer 19 der Weltrangliste und Nummer 19 der WBC-Rangliste. Also das ist schon ein Boxer, der viel Potenzial hat nach oben und nicht zu unterschätzen ist. So, Runde 5 startet jetzt. So, weiterhin aggressiven Stil von Mansur. Schöne Arbeit mit der Vorhand von Mansur, der weiterhin aggressiv hier den Kampf sucht, was ihm auch jetzt gerade gelingt mit der Aufwärtshaken. Sehr schöner Druck hier von Mansur. Sehr gut. Ja,
Ja, der Spanier ist auch nicht zu unterschätzen. Aber das sollte hier die Hände lieber oben lassen, weil das kann schwer in die Hose gehen. Schöne Kombination von Mansur. Ja, 12 Runden sind eine lange Distanz und ich glaube, das wird bei diesem Kampf entscheidend sein. Die letzte Minute ist im Anlauf. Der Spanier boxt für mich ein bisschen unsauber, hat unklare Schläge. Die letzten 10 Sekunden sind hier im Anmarsch. Ein sehr hohes Tempo, was hier geboten wird. Sehr starke Runde, sehr starke Runde. Von beiden. Ja, der Spanier ist hier nicht unterschätzen, kommt immer vereinzelt wieder durch mit einem sehr unorthodoxen Stil. Wie man hier schön sieht, Runde 6, wir sind bei der Hälfte des Kampfes angelangt. So, Runde Nummer 6. Schöne Treffer von Mansur. Sehr gut. Das ist eine Stärke von Mansur, in den Infight zu gehen. Ja, genau so. Ja, sehr stark von beiden Boxern, also da wird hier schon sehr viel angeboten. Das ist genau das, was die Zuseher wollen. Es geht hin und her. Schöne rechte Haken von Mansur, die gerade ans Ziel kommt. Schön. Der Spanier macht für mich hier nicht mehr so einen fitten Eindruck, der wackelt irgendwie auf den Beinen. Spanisch. Oh, schön, schöne linke Haken von Mansur.
Ja, es geht hin und her. Also 12 Runden sind schon ziemlich eine lange Distanz. Jetzt in 5 Sekunden, schöne Schläge, ja, starker Schluss von Mansur. Ja. Sehr starker Kampf mit sehr hohem Tempo, was hier geboten wird. Das ist genau, was die Zuschauer sehen wollen. Für mich macht trotzdem der Mansur die klaren Treffer hier. Schöne rechte Gerade von Mansur. So, ringfrei zu Runde 7. Wir haben genau die Hälfte des Kampfes hinter uns. Es ist eine verdammt lange Distanz, 12 Runden. Der Mansur geht hier weiterhin aggressiv in den Kampf rein und sucht den Infight. Und arbeitet sich an den Mann vor. Ja, der Mansur ist ein bisschen auch gezeichnet, so wie der Spanier. Schöne Aktionen von Mansur. Sehr gut. Ja, sind beide ein bisschen müde und mitgenommen, weil die Distanz hier bzw. das Tempo hier sehr hoch ist. Das ist natürlich, was die Zuschauer sehen wollen. Schöne linke Gerade von Mansur, gefolgt von einer schönen Kombination. Ja, der. Man sieht hier schön, dass der Mansur hier einen schönen eisernen Willen hat zum Siegen um jeden Preis. Marschiert er nach vorne, ist auch bereit, ein paar Schläge zu kassieren, aber macht sich hier seinen Weg frei und lässt sich von ein paar Schlägen nicht abhalten. Schöne Kombination, einen schönen linken, rechten Haken hier von Mansur. Ich glaube, die hat der Spanier schön gespürt. Offener Schlagabtausch von beiden. Schöne Körpertreffer von Mansur, der hier weiterhin aggressiv agiert. Ja, für mich sind die Schläge der Spanier nicht wirklich sehr wirkungsvoll. Der schlägt aus irgendwie ohne irgendeinen Eindruck zu hinterlassen. Der Mansur lässt sich von den Schlägen nicht sehr beeindrucken und Ende der Runde 7. Ja, wie gesagt, das Tempo ist hier wirklich sehr, sehr stark. Schlaf ein erst. Ja, die Zuschauer kommen hier auf ihre Kosten. Man hier schön sieht in der Zeitlupe, es ist wirklich ein Hin und Her, also
da darf man nicht wegschauen bei dem Kampf. Da kann alles passieren, jederzeit. Das ist genau, was die Leute sehen wollen. Hier sehen wir schön im Eck, wie der Mansur, wie der Isaac Osashvili hier die Anweisungen gibt. So, Runde Nummer 8 geht jetzt los. Ja, sind noch einige Runden zu kämpfen. Schön wieder aggressiv von Mansur, der jetzt hier, glaube ich, wieder einen Schub bekommen hat durch die Anweisungen vom Isaac und sich hier schön reinkämpfen möchte. Ja, der wirkt wieder fit und aggressiv. Da muss der Spanier mit dem Kopf aufpassen. Sehr schön. Linker, rechter Haken von Mansur. Ja, der Spanier versucht ihn hier auf Distanz zu halten, weil er weiß, wie gefährlich der Mansur im Infight ist. Versucht ihn die ganze Zeit auf Distanz zu halten. Also das Ziel vom Spanier ist jetzt nicht wirklich unbedingt sehr attraktiv. Der schlagt irgendwie um sich herum, ohne viel dabei zu überlegen, denke ich. Schöne Aktionen sehen wir gerade von Mansur im Infight. Sehr schön. Ja, da müssen beide Kämpfer aufpassen mit dem Kopf. Letzte Minute ist im Anlauf und ist der Mansur schon wieder an dem Mann im Infight. Ja, der Spanier versucht ihn die ganze Zeit auf Distanz zu halten. Gelingt ihm jetzt ein bisschen, aber das war's auch schon. Letzten 20 Sekunden in der Runde 8. Dann haben wir noch schöner Haken von Mansur. 10 Sekunden noch. Ja, ein starker Kampf wird hier gerade geboten. Ein sehr ernstzunehmender Spanier, der hier kurzfristig angetreten ist gegen den Mansur Saev. Was natürlich nicht ideal war, weil er auf einen komplett anderen Gegner eingestellt war und wirklich jetzt die letzte Woche sich der ursprüngliche Gegner verletzt hat und er muss gegen den Spanier jetzt antreten. Das ist natürlich sehr schwierig. Für jemanden wie Mansur, der sich 2 Monate intensiv auf einen Gegner vorbereitet hat, der plötzlich verletzungsbedingt absagen musste und er innerhalb einer Woche auf einen neuen Gegner einstellen muss, ist nicht gerade ideal, aber der Mansur macht sich hier sehr, sehr gut und hat hier die klareren Schläge, die klaren Vorteile und punktemäßig liegt er Mansur sicher nach vorne. Hier in der Runde startet er wieder mit aggressivem Stil. Gelingt ihm auch immer wieder, den Gegner zu treffen. Der Spanier versucht ihn auf Distanz zu halten die ganze Zeit.
Der Mann versucht hier den Infight. Kommt hier mit der linken Führung schön durch wieder und gefolgt von schöne Kombinationen, Aufwärtshaken. Starke neunte Runde bekommen wir hier angeboten. Stark. Jetzt kriegt der Mansur wieder einen Schub. Wieder hier dabei getroffen. Lässt sich aber nicht beeindrucken von ihm und marschiert weiterhin nach vorne. Lasst die Hände noch dabei unten. Ja, Mansur lässt sich da nicht beeindrucken. Letzte Minute ist hier im Anlauf. Mansur macht hier weiterhin schön Druck und lässt den Gegner auf wenig Platz und kommt hier mit einem starken linken Haken. Schöner Haken von Mansur. Jawohl, sehr starker Abschluss von Mansur. Schön. Stark, 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 starker Mann. Jawohl, das wieder hier, wieder trifft er wieder, wird aber wieder getroffen. Da ist noch. Ja, beiden Kämpfer sind natürlich ein bisschen gezeichnet. Drei Runden sind noch zu kämpfen. Sehr starker Abschluss von Mansur Esaev. Ja, Runde 10. Schöne Overhand von Mansur Esaev. So, Runde frei für Runde 10. Ringfreie Runde 10. Stark, ups. Nicht sehr freundlich vom Spanier. Der versucht hier den Mansur reinzulegen. Carlos Lamela so sehr aggressiv startet der Mansur die Runde Nummer 10. Zwei Minuten sind noch. Jetzt kriegt er noch Rückendeckung vom Publikum, die alle hinter ihm stehen. Ja, das spürt er auch, das spürt man auch, das gibt ihm auch einen Schub an Energie. Das ist das, was er jetzt gerade in die letzten Runden braucht. Schöne Overhand.
Ja, hier kommt er schön durch mit dem linken Uppercut. Jawohl, ein bisschen über eine Minute sind noch zu kämpfen in Runde Nummer 10. Da muss er mit dem Kopf aufpassen. Jetzt versucht er sich zu spielen, der Spanier. Schöne, klare Treffer von Mansur. Jawohl. Ja, der wackelt herum, der Spanier. Der Mansur macht für mich hier den fitteren Eindruck, schlägt ins Leere, der Spanier. Sekunden sind noch zu kämpfen in Runde Nummer 10. Ja, für mich ein bisschen zu tief der Leberhaken. Ja, weiterhin macht der Mansur die klareren Treffer hier für mich. Schön. Ja, es ist schon, das geht schon ziemlich rein. 10 Runden in so einem hohen Tempo zu kämpfen, ist das auf keinen Fall zu unterschätzen. So, es geht in Runde Nummer 11. Das sind diese zwei entscheidenden Runden, glaube ich. Mansur marschiert wieder nach vor und macht einen fitten Eindruck.